Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu der wahrscheinlich letzten Show von Princess Peach Showtime. Beim letzten Mal haben wir den letzten Funkel gerettet, ein wunderschönes Konzert für Wirbelstürme abgegeben. Und heute ist es an der Zeit. Frau Grape, wir werden dir jetzt die Tour vermasseln, deine Show ruinieren und unsere Show retten. Da freuen wir uns schon drauf. Also, ich kann ja wirklich nochmal eben kurz durch das Album gehen, um das euch nochmal zu zeigen. Wir haben jetzt wirklich jedes Kostüm abgeschlossen. Also, wir haben die Bilder alle voll. Auch hier über Stücke kann ich euch zeigen, wir haben alles gesammelt, was man sammeln kann. Also es fehlt auf keiner Etage auch nur irgendetwas. Und das, was wir jetzt vor uns haben, ist definitiv das Finale. Auch wenn wir da noch ein paar Filmsequenzen haben. Ich denke mal, die kommen alle jetzt am Stück. Deswegen, ich packe mich dann schon mal aus dem Bild. Vielleicht gibt es ja noch ein Bonus-Level für, ja, muss alles perfekt haben. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist das letzte Level.
Ich wusste es, dass noch ein Spezialkostüm am Ende kommt. Es war so offensichtlich. Okay, ich kann einfach Kristalle schießen. Aber mich wundert, dass sie jetzt nur 30 wollte. Will ich die Dinger alle vernichten? Nee, wir schützen sie ja. Kriegst du jetzt erstmal die fiese Rache für all deine Taten. Was höchstwahrscheinlich mehrere Phasen. Erstmal schnell weg. Wir haben unsere strahlende Stunde hier. Dich machen wir fertig. Da kam die Chuchu-Bahn. Wahrscheinlich so lange, bis sie diese Feuerfeder nicht mehr hat. Eine ist noch übrig. Ist ja schön, dass du mir Geschenke machst, ne? Aber ich finde, sie sind echt schlecht verpackt. Kannst du deine Geschenke behalten? Ich will die nicht. Es fällt mir übrigens nicht, schneller zu drücken. Wie gesagt, deine Geschenke kannst du behalten. Oh, ein paar werden direkt orange. Mann, hält die viel aus. Ich bewege mich schneller, während ich nicht schieße. Ach, pack doch mal die Dinger da weg. Besiegt. Schluck.
Das mit der zweiten Phase war so klar. Oh, diesmal habe ich einen Laser und keine Kugeln. I'm firing my laser at you. Ich muss offenbar die Maske vernichten. Weil alles andere macht kein Damage, wie es scheint. Kann ich die Dinger kaputt machen? Nein. Ich zerbreche diese hässliche Maske. Das Phantom der Oper hat angerufen. Es will seine hässliche Maske zurück. Die Phase kommt mir leichter vor als die davor. Oder hat's knack gemacht? Oh, um Gottes Willen, sie hat auch Laser. Get aim! Ive. Mächtige Laser. Komm, mach knack. Besiegt. Das hat knack gemacht. Leute, das war Princess Peach Showtime, ne? Also das Ende, das war ja nochmal mega krass. Also das Kostüm war wunderschön, der Bosskampf, der war richtig intensiv. Das hat sich auch tatsächlich im Gegensatz zu den anderen Kämpfen, wie also ihren Oberhandlangen wie dem Löwen und so weiter, auch wirklich wie ein Bosskampf angefühlt, weil
Hand aufs Herz, die davorigen Boss-Gegner für die einzelnen Etagen waren absolute Lauchs. Da war der erste tatsächlich der schwerste. Und das aber für mich generell ein Bosskampf. Mit der ganzen Bäckerei. Ja. Mir hat das Spiel auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch allen beim Zusehen. Ich lasse euch jetzt erstmal die Quests genießen und danach gehe ich noch ein bisschen auf das Spiel ein. Aber wie gesagt, genießt erstmal die Credits. Wir sehen uns danach wieder.
Ja. Das Hauptspiel haben wir damit ja jetzt abgeschlossen, ne? Ich frage mich jetzt nur, ob jetzt nur der Ninja Funkli was für mich jetzt neu hat oder auch die anderen. Jedenfalls im Album haben wir noch mal was bekommen. Ja, noch so ein Abschlussfoto. Das Album lässt mich vermuten, dass ich mindestens sechs Sachen vor mir habe. Das heißt, eventuell machen wir noch einen Part. Dass ich das jetzt nicht sofort mache. Gucken wir uns das Spezialkleid an. Das lässt sich einrichten. Nimm ruhig alle Sterne. Hier wird jetzt richtig schön dekoriert. Also ehrlich, ich wüsste jetzt auch nicht, wofür man die Vogelsterne eventuell sonst noch ausgeben soll. Es geht gerade so auch nicht auf. Also es kommen offenbar Sterne noch dazu. Ich würde sagen, das sind richtige Stücke, die ich jetzt dann noch vor mir habe. Mal guck mal. Ich muss ja noch irgendwie an Sterne kommen. Das war der Dekorationstyp, das ist der mit den Kleidern. Strahlenkleid und Grapekleid. Das darf sie anziehen. Das finde ich jetzt nicht so schön. Und die Schleife darf sie anziehen. Die ist wunderschön. Da ist jetzt diese neue Statue. Die ist schön. Wir können ja zumindest einmal mit dem Funkli eben kurz reden. Finde meine Schüler in jedem Theaterstück. In jedem Theaterstück muss ich jetzt die Schüler suchen. Guck mal, ich muss dann nochmal da rein. Ist das jetzt wirklich bei jedem? Guck mal, die Bosse geben Funkelsterne. Beim Untergeschoss gibt es auch pro Theater einen, der sich dort versteckt. Na gut, das ist aber auf jeden Fall was für eine weitere Folge. Aber das wäre dann wahrscheinlich etwas, das würde ich extrem krass zusammenschneiden. Weil die Stücke selbst, die müssen wir uns ja nicht nochmal angucken. Ich habe das Gefühl, dass diese Kameraden sehr, sehr stark versteckt sein werden. Wir können es ja so machen. Beim nächsten Mal, wir gehen zumindest den Dunkelboss Disco-Schnabel einmal an. Direkt gegen Anfang. Und dann können wir ja hier auch so machen, dass wir pro Etage ein Video machen für die Ninja-Jagd. Je nachdem, wie lange ich dafür brauche. Vielleicht mache ich auch einfach zwei direkt. Dann haben wir da so gesehen den Aftergame-Content. Freigeschaltet, bis zu dem Zeitpunkt haben wir ja so gesehen alles. Ja, ich dachte mir schon, dass die Videos jetzt alle am Stück kommen. Gleißende Peach, das war sogar noch mal ein Spezialkostüm. Also wir können ja jetzt mal eben kurz hier noch auf die Kostüme eingehen. Also zuallererst, welche fand ich jetzt am coolsten und welche fand ich sahen optisch am schönsten aus? Weil das würde ich tatsächlich in zwei unterschiedliche Kategorien einordnen bei mir.
Also zuallererst, welche fand ich am coolsten? Also am coolsten auf Platz 1 ist definitiv die Superheldin. Die fand ich richtig krass. Die zu spielen hat ultra Spaß gemacht. Ich werde es ja nochmal tun müssen für jedes Level. Aber ich habe ja beispielsweise jetzt den Vorteil, wenn ich die Level nochmal mache, beispielsweise auch bei Detektiv, dass ich weiß, was ich zu tun habe. Ich muss ja keine Perfektion jetzt mehr abliefern. Hoffentlich, zumindest hier hoffentlich nicht. Weil wenn ich da nochmal Perfektion abliefern muss, dann kotze ich im Strahl. Also ja, die auf Platz 1, was Coolness angeht. Auf Platz 2 würde ich den Ninja einordnen bei Coolness. Also auch der hat richtig Spaß gemacht. Und ich fand das Design der Level da auch generell sehr cool. Auf Platz 3 würde ich tatsächlich das finale Kostüm einordnen, dass es cool war. Es war halt nicht das coolste Kostüm, aber der Bosskampf war richtig geil und es sah halt auch sehr gut aus. Also vor allen Dingen, es hat ja zwei Bosskämpfe, also ich würde die beiden zusammenzählen. Das ist halt einfach nur die noch schönere Version. Deswegen zähle ich die halt einfach beide zu einem zusammen. Platz 4 würde ich das Cowgirl einordnen. Auch da die Level richtig geil. Und auf Platz 5 die Fechterin. Weil, ja. Ich fand, das war das actionreichste, aber nicht unbedingt das coolste. So ganz knapp auf Platz 6 würde ich dann Kung Fu Peach und Meister Demon Peach einordnen. Auch wenn die ultra cool waren. Sie waren jetzt nicht das Coolste auf der Welt. Ja, was den Schönheitsaspekt angeht, da würde ich auf Platz 1 tatsächlich definitiv sagen, die gleißende Peach bzw. strahlende. Also das Kostüm ist einfach over the top. Einfach wunderschön. Ja, auf Platz 2 in der Hinsicht würde ich die Meerjungfrau einstufen. Auf Platz 3 die Superheldin. Wie gesagt, sehr schön gestaltet. Auf Platz 4 dann die Eiskunstläuferin. Kostüm ist sehr schön. Und dann auf Platz 5 würde ich auch den Ninja einordnen. Auch das fand ich in der Hinsicht am schönsten. Warum übrigens ich die anderen jetzt nicht so toll aussehen fand. Also klar, die Outfits stehen hier alle. Na gut, das bedingt nicht. Aber ich finde, dass sie nicht generell so toll aussehen. Also das ist halt mein Schönheitsaspekt. Ihr könnt mir da gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich wollte auf jeden Fall mal drauf eingehen. Ja, wie gesagt, was Aftergame-Content angeht, können wir mal gucken, dass wir den Dunkelboss beim nächsten Mal zuerst machen. Und dann können wir mal die erste Etage durchgehen, gucken, wie schwer ist das mit dem Versteckspiel. Da erwähne ich es aber dann nochmal. Wir machen dann direkt die ganze Etage und ich mache das so, dass ich das extremst krass zusammenschneide, dass ihr ungefähr seht, wo ich die gesammelt habe. Weil ich glaube, das ist sogar eigentlich genügend Zeug, dass ich das alles eigentlich in eine Folge packen könnte. Das ist halt der Aftergame-Content. Den werden wir auf jeden Fall machen. So ist es nicht, ne? Wir sehen das ja beim nächsten Mal, wie ich das zusammenschneide und so weiter. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr bis zu diesem Zeitpunkt Spaß mit der heutigen Show hattet. Eine wird es hier noch geben für den Aftergame-Content. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Show wieder. Das ist dann entweder die letzte oder die letzte von 5. Weil wir haben ja 5 Etagen ungefähr vor uns, vielleicht 6. Erdgeschoss und Untergeschoss sehen ja auch. Also ja, bis dann. Ciao.